Wir saßen zu Hause am Tisch und mein Junge fragte mich: Papa, worüber predigst du denn am Sonntag? Und ich sagte ihm, das Thema lautet: wichtige Anweisungen, was wir jetzt in dieser Zeit tun sollen. Eigentlich fand ich das ganz gut. Prompt kam die Frage: was heißt denn jetzt? Und was meinst du denn mit diesen Zeiten? Und plötzlich war mir klar, ich kann mir zwar schöne Dinge ausdenken und habe vielleicht so eine Blase dahinter, was ich damit verbinde, aber jetzt und in diesen Zeiten sind einfach erstmal nur Zeitangaben, aber sagen noch gar nichts darüber, was ich damit verbinde und warum ich dieses Thema gewählt hatte. Also ich war ein bisschen ernüchtert und habe gedacht: Uli, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, um das irgendwie klar zu kriegen. Natürlich hatte ich konkrete Vorstellungen, wie das manchmal so ist. Du sprichst etwas aus und hast viele Gedanken dahinter, aber wenn du die nicht mitteilst, dann kapiert dein Gegenüber nur Bahnhof. Anstoß für mich zu diesem Thema war ein Bibeltext, den der Jesus-Jünger Petrus gegeben hat, denn der schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, das Ende der Welt ist nahe. Angesichts dieser Botschaft habe ich mich gefragt, was machen wir damit? Selbst wenn der Petrus schon ein bisschen her das geschrieben hat. Aber was ist die passende Reaktion, wenn das Ende der Welt nahe ist? Und nahe, das kann ja zunächst mal erschrecken, das klingt ja fast wie Panikmache. Das Ende der Welt ist nahe. Aber Petrus denkt gar nicht so sehr vom Ende her, sondern vom Ziel. Petrus erinnert an das, was Jesus Christus gesagt hat, der gesagt hat: diese Welt, so wie wir sie hier erleben, wird irgendwann ein Ende finden. Aber das ist nicht einfach das Ende, sondern das ist der Anfang einer neuen Schöpfung, einer neuen Welt, die Gott schaffen wird. Und seit Jesus Christus auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist, leben wir in der sogenannten Endzeit. In der Zeit, in der irgendwie irgendwann das Ende kommen kann. Man spricht heute nicht mehr viel darüber. Aber für die Christen damals war das sehr aktuell. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Und das ist nicht die Botschaft, um irgendwelchen Menschen die Hölle heiß zu machen, sondern vielmehr, um Menschen den Himmel lieb zu machen. Und natürlich gab es damals zu Petrus Zeiten auch schon Leute, die sagten: du, wann kommt denn dein Jesus? Weil die hatten eine nahe, auch so ein Wort, Erwartung. Also nahe ist ja nicht so weit weg, oder? Aber irgendwie schien das doch weit weg. Und dann mussten die Christen sich irgendwie rechtfertigen, warum das denn nicht passiert. Und dann sagt der Petrus: das passiert noch nicht, weil Gott Geduld mit euch hat. Und das betrifft dieses den Himmel lieb machen. Wenn das auch bis heute noch nicht geschehen ist, dann hat das den Grund, dass Gott möchte, dass Menschen, die einfach so durchs Leben daddeln, die ohne Gott in Beziehung mit Gott durchs Leben gehen, dass diese Menschen ein Leben mit ihm finden. Und darum hält Gott diese Zeit zurück. Es ist sozusagen die Chance, sich zu besinnen, umzukehren, nach Hause zu kommen. Und ich weiß nicht, wie du durch diese Zeit gehst, die wir gerade so erleben. Was prägt dein Leben? Und hast du diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der einmal in Jesus wiederkommen wird? Wenn nicht, dann ist dieses Jetzt, und das ist mir tatsächlich erst im zweiten Gang meiner Predigtvorbereitung deutlich geworden, vielleicht ist dieses Jetzt und in diesen Zeiten heute dein Tag. Und du hast die Chance, dein Herz Gott hinzuhalten und zu sagen: ich möchte nicht weiter alleine in dieser Welt unterwegs sein, sondern mit dir. Und die Perspektive soll nicht sein, das Ende dieser Welt, was irgendwann mal kommen wird, sondern das Ziel, aber so ganz nach Hause zu kommen. Gott in der Mitte, wir, die wir ihm vertrauen, um ihn herum. Nun sind die letzten Begleiterscheinungen, bis es zu diesem Ziel kommt, nicht so angenehm. Sie sind eher, wenn ich ganz ehrlich bin, schrecklich. Es ist überhaupt nicht das, was ich mir wünsche. Die Menschen, die von Gott die Freiheit haben, tun, was sie wollen.
Da ist Krieg, Hunger, Klimakatastrophe, Weltwirtschaftskrise, gesellschaftliche Spannungen, Verfolgung von Christen in einem Ausmaß, wie es bisher nie dagewesen ist. Und dann treffen irgendwelche Regierungschefs oder Chefinnen Entscheidungen, wo man sich als Normalbürger an den Kopf fasst und denkt, was ist das denn? Das liegt doch völlig auf der Hand, dass man in Hamburg nicht so ein Kai verkauft. Entschuldigung, wenn ich das mal so konkret sage. Und manches erlebten die Christen davon auch damals. Und sie fragten sich, was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten in dieser Welt? Sollen wir uns verkriechen? Manches davon erleben wir heute, auch in einer völlig anderen Situation. 2000 Jahre später, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Kann man das noch ernst nehmen, was der Petrus hier sagt? Zu meiner Kindheit, da wurde in Gemeinden tatsächlich noch heftig über diesen Begriff Endzeit gestritten. Und da machten sich die Leute einen Kopf, wann wird das sein und was wird vorher passieren? Und das hat die Leute damals so beschäftigt, dass sie sich manchmal auch darüber zerstritten haben. Und das wird so sein und so sein. Und dann brachten Leute Leporellos mit von irgendwelchen Bibelschulen. Da reichen meine Arme gar nicht aus, um diese Geschichte irgendwie auszubreiten. Und am Ende gebracht hat es nicht wirklich was, weil wir nicht wissen, was Gott vorhat. Und dann wurde es still darüber. Heute redet kaum noch jemand darüber. Und vielleicht berührt uns das auch ein bisschen unangenehm heute Morgen. Als ich das Thema sagte, so in unserem Team, dann meinte jemand, oh, dann schnell nach Hause. Ja, ist das nicht unsere Reaktion? Kopf einziehen und mal abwarten, was passiert. Wir reden nicht so drüber. Ist nicht angenehm, was gerade in der Welt passiert. Dabei ist das genau das, was in der Bibel beschrieben wurde. Und wird. Was tun? Ist Gott nicht mehr da? Wo ist Gott mitten in diesen Zeiten? Ich lese nochmal Petrus. Ab Vers 7, Kapitel 4 im ersten Brief. Das Ende der Welt ist nahe. Seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe, dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, so soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen. Was sollen wir tun? Petrus sagt das ganz schlicht. Beten. Ein erster Gedanke ist beten. Seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Beten ist vielleicht so simpel, dass wir sagen, erkennbar, hätte der nicht nochmal irgendwie jetzt was Prickelndes bringen können? Petrus sagt, beten. Weil manchmal werden wir müde zum Beten. Und nichts soll uns daran hindern, beim Beten. Keine Angst, kein Zeitmangel, kein Aktionismus, dass Gemeinde irgendwie nur noch aufgeregt durch diese Welt läuft. Kein Sorgen. Beten ist angesagt. Und wenn wir kraftlos sind und saftlos, wenn uns Dinge beschäftigen, ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du das schon mal ausprobiert hast, irgendwann komme ich selber auf den Trichter, da hilft eigentlich nur beten. Manchmal, wenn ich alles andere versucht habe. Vielleicht sind das die Dinge, die Petrus meint, lasst euch nicht davon abhalten. Werdet nicht müde im Beten. Weil die Kraftquelle für unser Leben, diese Hoffnung, die uns aufrecht durch diese Zeit gehen lässt, die empfangen wir durch Gebet. Simon musste das lernen, Simon Petrus.
Er war einer, der gerne angepackt hat. Er war einer, der mit dem Mund ganz weit vorne war. Er hat Jesus Freundschaft und Treue versprochen und alles Mögliche. Und dann kam so ein Moment der Bewährung. Und was passiert? Jesus sagt, bitte betet für mich. Das war kurz bevor er gekreuzigt wurde. Er war richtig in Not. Ein Freund in tiefer Not, der sagt, bitte bete für mich. Und was macht der Petrus? Der legt sich aufs Ohr. Der schläft. Ich finde das krass. Und doch entdecke ich mich manchmal da wieder. Irgendwie ist es dran zu beten, Menschen durchzutragen, durchzuheben durch Nöte. Und es ist keine Zeit oder die Müdigkeit ist so groß. Petrus hat gelernt. Von den ersten Gemeinden lesen wir in der Apostelgeschichte, wie sie beteten. Manchmal war Petrus vorne weg, manchmal saß er auch im Knast und die anderen haben genau das gemacht. Sie haben ihn gebetet und haben ihn aus dem Gefängnis rausgebetet sozusagen. Gott erscheint in einem Engel und befreit ihn. Und sie haben krasse Geschichten erlebt. Und am Anfang dieser Geschichten von wichtigen Entscheidungen oder von Wundern, die geschehen, von missionarischen Aktionen, stand das Beten. Durch Gebet halten wir eigentlich zuallererst erstmal die Beziehung zu Jesus. Und ganz ehrlich, für mich gibt es da noch viel zu lernen. Für dich vielleicht auch. Vielleicht für uns als Gemeinschaft. Manchmal muss ich mich richtig überwinden, wenn ich aus dem Büro nach Hause fahre, dass ich denke, Uli, fahr diesen Schlenker durch die Bucht. Einmal kriegt man da ein bisschen weiteren Horizont, wenn man übers Wasser guckt. Also wenn ihr Gäste seid, bitte, ihr müsst nicht immer an den Sandstrand laufen, sondern geht mal in die Bucht hier. Grimmershörnbucht. Wunderschön. Kriegst du einen weiten Horizont. Und manchmal gelingt es mir, dass ich mich da noch auf eine Bank setze. Und dann ins Gespräch komme mit Gott über die Dinge, die mich beschäftigen und nicht gleich nach Hause jage. Warum nicht beten, wenn wir uns irgendwo treffen? Einfach so, zum Essen. Vielleicht zur Gartenarbeit, miteinander. Und dann zu sagen, komm, bevor wir auseinandergehen, wer hat noch was? Wo gehst du hin? Was beschäftigt dich? Wir beten miteinander. Und dann gehen wir auseinander. Muss ja nicht so hochgehängt werden. Aber hilft uns, bei Jesus zu sein. Beten für die Regierenden, dass sie Weisheit haben, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen. Oder manchmal, wenn sie nicht wissen, was sie tun. Beten, dass Gott zum Zuge kommt für Menschen in Not, für unsere verfolgten Geschwister irgendwo in dieser Welt. Werdet nicht müde zu beten, betet besonnen und nüchtern. Das kann natürlich verwundern, weil manchmal denken wir, wir brauchen noch mehr Begeisterung zum Beten. Ne, so richtig, so ein Flow. Aber der Petrus sagt, bleibt mal besonnen, bleibt mal nüchtern, meint, lasst euch nicht so aufregen durch das, was um euch herum geschieht. Behaltet euer Standing, schaut von außen auf die Dinge drauf. Gott hat das in der Hand, bleibt treu im Gebet. Manchmal ist Beten auch Arbeit. Bleibt dran und rechne damit, dass Gott versprochen hat, zu handeln. Beten. Ein zweites ist, wir sollen lieben. Einander lieben. Lieben kann man nicht befehlen. Lieben muss man wollen. Wir müssen uns dafür entscheiden. Wörtlich steht da, habt untereinander eine weit ausgespannte oder man kann auch sagen beständige oder anhaltende Liebe. Also irgendwie, man merkt schon, das findet kein Ende, die Liebe. Das ist immer weiter, so weit ausgespannt. Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Das ist ein geheimnisvolles Wort. Und zuerst habe ich gedacht, na, nee, was ist damit denn gemeint? So der Mantel der Liebe, der deckt alle Ungerechtigkeit zu. So jeder erkennt eigentlich was Falsches, aber keiner spricht drüber. Und dann tun wir immer so, dass alles in Ordnung ist. Und das finde ich krass. Das ist, wenn man Dinge unter den Teppich kehrt. Das finde ich gefährlich. Und ich finde, das geht in Kirche eigentlich gar nicht. So werden wir zu Scheinheiligen oder zu Eisheiligen. So leben wir eine geheuchelte Welt und so ist das ein Pool, dass Dinge in Gemeinde geschehen können, die richtig schlimm sind und über die dann keiner spricht. Und wenn sie rauskommen,
dann ist man schockiert und ja, durcheinander. Wenn Scheinheiligkeit oder Eisheiligkeit in Gemeinde herrscht, dann wird es richtig kalt. Dann wird es nicht warm. Bei Liebe wird es warm, bei Eisheiligkeit kalt. Alles erscheint richtig, aber es ist kein Leben da. Wir müssen und wir sollen uns nicht etwas vorspielen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Dann Jesus können wir das sehen. So ist Jesus mit den Menschen umgegangen. Und manchmal hat er den Finger in die Wunde gelegt beim Menschen, die ihr Leben lang mit irgendwelchen Geheimnissen ihres Lebens rumgelaufen sind und die keine Hilfe bekommen haben. Und Jesus hatte den Mut und rührt sie an, aber nicht um sie zu zerstören, sondern um Heil in ihr Leben zu bringen, um Sünde zu vergeben, eine neue Chance zu geben, einen Neuanfang zu ermöglichen. Und das gilt nicht nur damals für Jesus, das gilt auch heute hier in unserer Zeit für jeden von uns. Und dieses Klima der Veränderung, die in Gottes Gnade sein kann, soll in Gemeinde herrschen. Es ist also nicht gemeint, dass wir alles unter den Teppich kehren, sondern, was auch im Neuen Testament steht, bekennt einander eure Sünden. Das ist hart und gleichzeitig heilsam. Das bringt klare Luft und frischen Wind. Da kann der Geist Gottes wieder wehen, wo die Liebe den anderen trägt, wo wir einander vergeben, helfen, Vergebung zu erfahren. Lass die Leute aus der Schublade raus, in die du Leute reingesteckt hast in deinem Kopf. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben viele Schubladen. Und dann begegnen wir dieser oder jener oder jenem und schon Schublade auf. Ach ja, komm, ich weiß schon, was da kommt. Weißt du das wirklich? Hast du mal jemals gefragt, was da im Herzen drin ist? Liebe. Weit ausgestreckt. Ist ein strapaziertes Wort. Kennen wir ja auch schon. Aber ist gar nicht so einfach, weil sie uns herausfordert. Und es geht nur, wenn wir die Kraft Gottes in unserem Herzen haben. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Ort der Liebe ist, wo Gottes Liebe regiert und wo die Möglichkeit ist, in einer Zeit, wo mächtig viel Druck ist, zu erleben, dass ich aufatmen darf. Es ist nicht alles in Ordnung. Aber ich möchte mit Gott durchs Leben gehen und wünsche mir, dass er Veränderung in meinem Leben gibt und Menschen, die das mittragen und mich auf diesem Weg ermutigen. Und du brauchst das genauso wie ich. Ein drittes ist dienen. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Vielleicht ist Gastfreundschaft so ein Top-Punkt von einander dienen. Weil man sagt ja, das ist so die Verbindung, Liebe geht durch den Magen. Und das gilt ja nun nicht nur für Leute, die verliebt sind, sondern das gilt für jeden von uns. Ey, wenn du eingeladen bist und es gibt so richtig gutes Essen, das ist doch krass, oder? Als wir hier neulich zusammen waren, um über unser Potenzial als Gemeinde zu reden, da war eine unserer Stärken, die stand ganz oben auf dieser Tafel, könnt ihr nachher noch gucken, grüne Karten, Essen. Kirche hat die Stärke Essen? Ja, wie gut. Das meint, wenn wir Familientreffen haben, dann ist der Tisch gebogen, weil jeder was mitbringt. Und das sind so leckere Sachen, dass du denkst, oh, jetzt muss ich abends aufpassen, ich darf nicht mehr alles probieren. Essen tut der Seele gut. Jesus hat mit den Menschen gegessen. Mit denen keiner was zu tun haben wollte, da hat er sich eingeladen. Gesagt, du, ich muss heute zu dir kommen, lädst du mich bitte ein? Ist eigentlich unhöflich, ne? In Norddeutschland wird man das nie machen. Aber Jesus hat das gemacht. Dann hat er mit den Leuten gegessen, weil er ihnen seine Liebe gezeigt hat. Ladet einander ein. Der eine kann das mehr,
Wir haben über Gaben gesprochen. Leute, die die Gabe der Gastfreundschaft haben, die halten das jeden Sonntag aus, irgendjemanden einzuladen. Die, die die Gabe nicht so haben, da ist vielleicht ein Sonntag im Monat ganz passend, weil die anderen Sonntage sich ein bisschen zurückziehen müssen. Alles okay. Gastfreundschaft dient einander. Vielleicht noch in einer größeren Dimension. Wir beschäftigen uns hier in der Stadt gerade damit, dass der Landkreis in nächster Zeit noch viele, viele Menschen aus der Ukraine bekommt. Und es ist kein Platz mehr für die Menschen. Kein Raum. Man überlegt, wie das gehen kann. Vielleicht eine Frage an uns. Jeder ist von Gott beschenkt. Jeder hat Gaben, die er einsetzen kann. Keiner hat sie nur für sich, sagt Petrus, sondern dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Mindestens eine hast du, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und diese Gabe ist nicht für dich, sondern die Gabe ist für die anderen da. Und neulich habe ich in einer Predigt gesagt, dass dieser Satz, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, nicht stimmt. Das ist so, das ist Egoismus pur. Aber wenn jeder dient, ist allen gedient. Das stimmt. Da bleibt keiner übrig. Krass, nicht? Wenn jeder dem anderen dient mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dann sagt Petrus, dann sind wir gute Verwalter. Ökonomen, würde man heute sagen. Da muss man dann irgendwie so einen Expertenkreis machen mit Ökonomen. Wir dürfen alle Ökonomen sein, gute Verwalter dessen, was Gott uns geschenkt hat. Und da steht da die vielfältige Gabe. Luther hat früher gesagt, die mannigfaltige. Das ist auch so ein Wort, was kaum noch jemand versteht. Eigentlich kann man auch sagen, die bunte Gnade Gottes. Gottes Gnade ist bunt, vielfältig, farbig. Und mit jeder Gabe, die jemand einbringt, wird das Bild noch bunter, noch eine Nuance. Ihr kennt das vielleicht vom PC, welche Schriftfarbe nehme ich? Ach, nochmal andere Farben. Und dann hast du auf einmal so einen Kreis mit 100.000 Millionen unterschiedlichen Farben, die du anklicken kannst. Irgendwelche Punkte, die sich unterscheiden. Und alles zusammen ist ganz bunt. Gnade Gottes. Und Gnade, das ist Geschenk. Du musst dir das nicht erarbeiten. Das gibt Gott dir. Aber nur wenn du es weitergibst, wird es erfahrbar. Wenn du es für dich behältst, verkümmert es. Dient einander. Wenn wir uns zurzeit als Gemeinde mit unserem Gemeindepotenzial beschäftigen, damit welche geistlichen Gaben jemand hat, welche Fähigkeiten er einbringen kann, dann ist das nicht etwas, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen und uns mal ein bisschen die Zeit vertreiben, sondern wir wollen genau dieser Sache auf die Spur kommen. Und darum ist es enorm wichtig, das zu entdecken und dann nicht nur zu entdecken, sondern einzubringen. All das ehrt Gott. Er kommt groß raus. Wenn Menschen Gutes erleben in Gemeinde, dann hebt das Gott hoch. Wenn Menschen zu Jesus finden, weil sie eingeladen werden und in der Begegnung mit dir und mit mir die Liebe Gottes spüren und ihm vertrauen, dann entsteht neues Leben. Der Himmel freut sich. Das ist das Gebot der Stunde in diesen Zeiten, in denen wir leben. Vielleicht erscheint uns das zu schlicht und zu einfach. Okay, also beten, einander lieben, dienen, kann man eigentlich immer machen. Ja, ist nur die Frage, ob wir es immer machen. Ja, und unsere Frage ist ja nicht, wann kommt Jesus wieder, sondern wir sind schon Eck näher dran als zu Petrus Zeiten. Und global verändern sich gerade Dinge so schnell, dass wir sehen müssen, dass wir mitkommen. Und wir dürfen beten. Menschen lieben und ein Pool der Liebe sein hier in dieser Stadt und einander dienen. Wenn wir das tun, werden wir auch den Menschen dienen in unserer Stadt. Und dann wird Gott groß. Amen. Ich bete. Vater im Himmel, wir wollen dich ehren und dich groß machen. Und manchmal ist das, was, zumindest empfinde ich das, was ich da einbringen kann, oder wir manchmal ein bisschen kümmerlich. Und wir sind in manchen Dingen vielleicht müde geworden oder haben das nicht mehr so auf der Platte, diese eigentlich normalen Dinge wie Beten,
einander lieben, dienen. Entfache das neu durch deinen Heiligen Geist. Da, wo es dran ist, nicht als Stressprogramm, sondern als Lebensäußerung unserer Beziehung zu dir. Und dann wirke du dadurch und mach es hell. Da, wo wir sind und wo wir etwas bewegen können, durch deine Kraft in dieser Zeit. Danke, dass du uns eine großartige Perspektive schenkst, dass du alles in der Hand hast und dass du einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffst. Aber wir wollen, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen mit dabei sind, Jesus. Und das lass geschehen in dieser Zeit. Dir zur Ehre und um dich herrlich zu machen.